Du kannst nur zum Pilzkönigreich reisen. Ja, das machen wir jetzt auch und wir kommen zum Zusatzpart von Super Mario Odyssey. Wir hatten im letzten Jahr bereits die Story beendet und in dem jetzigen Part haben wir gesagt, haben wir noch ein bisschen, dass wir das Pilzkönigreich uns ein bisschen anschauen. Nicht mehr. Wir haben jetzt pressen, drücken wir A. Und das mit dem Mond ist sehr schön, ist aber jetzt irrelevant. Die Musikliste wurde in Kartenbildschirm hinzugefügt. Auch das ist sehr interessant. Und hier sind wir im schönen Pilzkönigreich. Und das ist die Welt. Jetzt rotzt da vorne, ey, Mann. Auf die ich mich tatsächlich am. Jetzt sieht man dich hier gar nicht. Auf die ich mich am meisten freue. Ja, aber sieht man dich hier irgendwie? Hast du einen coolen Pulli oder was? So, jetzt hat alles ist gut. So. Ja, jetzt sieht man hier, siehst du. Ich bin unsichtbar. Cool. Ja. So, so ruhig, so friedlich, als wäre unsere Reise zum Mondland nur ein Traum gewesen. Ha, zum Glück war das alles kein Traum, denn wir haben unsere lieben Freundin gerettet. Dieser Albtraum ist jedenfalls vorbei. Wir können erst stolz auf uns sein. Ja, das sind wir auch. Und doch, ich habe unsere Reise total genossen und ich möchte nicht, dass nun alles zu Ende ist. Aber wir, es gibt doch noch so viel zu tun, so viele Hüte, die du noch treffen musst. Ich wette, denn wir noch mehr Powermone sammeln können, wir zu einem neuen Ort reisen. Siehst du? Zum neuen Ort? Ja. Unsere Reise ist also noch längst nicht vorbei. Hurra! Lass uns erstmal in den Pilzpalast gehen. Genau. Und diesen Pilzpalast schauen wir uns noch an. Und ja, es gibt noch ein weiteres Abenteuer zu erleben. Und ja, das werden wir auch noch erleben. Aber nicht jetzt. Denn wir haben erstmal genug Odyssey. Es kommt definitiv noch dieses Jahr. Aber plant mal Sommer. Ah. Hey du. Ja, ich habe jetzt einfach nicht gelesen, um was es hier ging. Es geht um Hüte. Hier ist es im Pilzkönigreich total angesagt. Deshalb hat dieser Tod auch. Ey, dieser Todkopf ist doch eigentlich ein Hut, aber verrat es keinem. Alter, das ist alles so ruhig hier. Ja. Ich finde, das ist. Aber gehen wir mal hin zum Schloss. Was wir aus Super Mario 64 kennen. Und mal schauen, ob da drin auch diese übelst geile Schlossmusik ist. Da 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 da. Wie hier im Schloss einfach eine Midway-Flagge ist. Im Schloss eine Midway-Flagge mit Bowser drauf, wohlgemerkt. Ja. Das ist ja mal mega cool. Pilzpalast Haupteingang. Ja, wieder der geile Soundtrack von damals. Bisschen leise irgendwie. Kommt, ich bin jetzt nur so vor. So, jetzt halt. Hm. Aber Alter, das erinnert mich gerade übelst an Super Mario 64. Jetzt fehlt nur die Türe mit den Bildern, in die man reinspringen kann. Oh, und hier haben wir noch ein paar Powermonde. Das ist ja sehr nett. Die nehmen wir gerne an. Oh, ein Stern. Ja, gut, Mond 22 sind Stern. Cool. Ja. Okay. Ah, da können wir sehen, welche wir haben, welche wir noch fehlen. Ach du Heilige. 104 Monde. Ich sehe schon, wenn wir uns eines Tages wieder auf die Reise begeben sollten, um die zweite Hauptstory zu machen, wird's schwer mit den ganzen Monden. Das wird lustig. Aber das, wie gesagt, kommt wahrscheinlich im Sommer hin. Denn jetzt schauen wir uns eben die Castle nochmal schön an. Was wir jetzt die 4 Minuten auch schon sehr schön gemacht haben. Okay, also was wir jetzt erstmal machen sollten, ist Peach suchen, oder? Was? Peach ist weg. Wo ist Peach hin? Keine Ahnung. Ah, dass die immer verschwinden muss, hier, umständlich. Bande, kann das Mädchen nicht auf sich selbst? Alter, die schöne, freie, große, schöne, geile, freie, große Welt. So, und ich höre einen Uhr tickern. Ja,
Tickadi-tickadi-tickadi-tick. Ja, ich höre die. Ich will erst damit darauf springen, so. Das ist Yoshi! Yoshi! Yo! Ey, aber ich finde Yoshi mit dem Snowsport ist hässlich. Auch wenn Yoshi mit seinem Soundtrack cool ist. Und jetzt erinnert mich das Spiel an Super Mario Galaxy 2. Zuerst an Super Mario 64 und dann an Super Mario Galaxy 2. Warum? Wegen Yoshi und allgemein. Übrigens kann man auch hier im Pilzkönigreich tatsächlich Leben verlieren. Es ist was wert, aber man kann's. Wenn du zum Beispiel untertauchst. Und nicht mehr hochtauchst. Darf er das? Nein. Aber mal schauen. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken im Pilzkönigreich. Zum Beispiel da unten. Will Toads Lager, da ist eine Mitwehrfleck. Was machen die überall Mitwehrfleck? Vielleicht ist Bowser doch noch nicht ganz weg. Wer weiß. Und wieso redet das gerade so? So viel zum Thema, es ist total schwer, ihr Leben zu verlieren. Ja. Ich habe nie behauptet, dass es schwer wäre. Worauf hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, es ist. Jo, wo kommen eigentlich auf einmal die ganzen Bowser her? Ich meine, wir sind im Pilzkönigreich. Da ist alles schön und friedlich. Aber verrat's keinem. Ey, da gibt's von Abspilze! Was machst du? Geht's einfach vorbei von den Pilzen hier? Ja. Ich glaube, hier hakt's. Aber was ist hier? Let's go into it. And have a look to it. What? Ey! Ey! Das ist einfach so Super Mario 64-Style mit den Bildern. Was ist denn da noch? Schau das mal um. Ja, Alter, als ob wir Super Mario 64 noch machen. Ey, wir springen jetzt nicht da rein, dieses Level. Aber wir... Ey, was wollen wir hier? Den hatten die bereits besiegt. Ja. Ja. Und jetzt kommst, kannst du... Da, du musst zu diesem Tod hin, da. Wieso machen wir es denn, Boss? Ja, du musst die Dinger da... Nein. Du musst die Dinger da... Du, diese Dinger da musst du... Da musst du drauf. Irgendwie. Ja, die musst du halt da anschalten. Ja, aber es geht nur irgendwie nur so... Ja, jetzt da drauf vorhin, genau. So geht das denn kaputt. Ah. Alter. Was ist jetzt der Sinn in diesem Spiel, dass man einen Boss hat, wenn man das eigentliche Spiel besiegt hat? Hm, achso, der Sinn dahinter ist nicht ganz klar, aber okay. Das zählen wir jetzt einfach mal zur Besichtigung vom Pilzkönigreich. Aber ich glaube, das ist noch nicht der neue Quest, da kommt erst im Sommer. Pass auf. Der tut jetzt auch noch Feuer lassen. Aber den Boss hat er erst bekämpft. Der war einer der meiner Meinung nach ätzendsten im ganzen Spiel. Weil er wird gleich nämlich richtig creepy. Den muss man nämlich viermal besiegen. Sag das gleich nochmal. Ach, er ist richtig nett und süß. Hoch, ganz hoch, genau. Nochmal ganz hoch. Nochmal ganz hoch. Also das findest du süß. Hm. Ja, ist natürlich nicht so krass, wer. Dann, okay. Wie ich es erstmals gespielt habe, war es Hölle. Auf Erden. Ja, aber jetzt wird es halt schon ein bisschen Hölle auf Erde, ne? Sag ja, was machst du jetzt da oben, ey?
Das Ding kann dich dann leichter töten, es ist definitiv. Passt doch. Was bringt dir das da oben zu sein? Jetzt hat es unter dir so ein Feuerding hingemacht, weil es dich signalisiert. Das ist verdammt mal nicht schlau. Ja, das fällt dir früher. Pass auf! So. Ja, eigentlich brauchst du ganz unentspannt zu sein, da wir das Hauptspiel an sich jetzt zum beendet haben. Also, weshalb der Boss jetzt hier. Aber das war halt einfach übel Super Mario 64 Style, wie wir da in die Dingsterbums da reingesprungen sind in die Bilder. Aber wir haben einen neuen Multimond. Ich hab's gespielt. Ich besitze sogar das Original, mein Lieber. Ja, aber verrat's keinem. Aber ich nicht. Übrigens, zum Beispiel, ich dachte, kommt auch nächstes Jahr oder so, aber dieses Jahr bekomme ich das alles nicht hin als Let's Play. Nächstes aber. So. Hat sich mit Ark auch Ark vor? Ja, Ark ist anderes, ist nicht Super Mario. Ja. Ich rede von reinen Super Mario Projekten. Ist doch alles das gleiche. Nee. Also mal schauen, was haben wir noch hier? Wir wollen es ja noch ein bisschen umschauen, zum Beispiel in die Höhle da rein, was wir da so alles Tolles haben. Keine Ahnung. Ah, ein Geheimgang. Immer schön. Früher haben wir Kinder immer mit Geheimgängen gespielt. Ja. Früher. Zu guten Zeiten. Gut, als keiner mehr am Leben war. Ach, danke. Oh, hey. Das ist so schön und friedlich hier, ungelogen. Ihr konntet es freuen. Pilze. Pilze. Klingelingeling. Alle Arten sind. Sorry. Ist jetzt schon, ich bin einfach ein Fassungshype. Morgen haben wir Schoolparty zum Aufnahmezeitpunkt. Und da bin ich einfach berechtigterweise also übelst im krassen Hype. Weil ich meine, hey! Hey! Schoolparty, yay! Ich hasse Schoolpartys, aber egal! Ey, ich sag's dir, es bringt sich dann morgens schon auch hin, was eigentlich, ne? Ja. Kannst dich immer freuen. Ja doch. Nicht. Ich, du. Ich hab viel mehr als du denkst. Ja, ja, genau. Ich hab das schon zweimal auf eine Schoolparty hingeprügelt. Ja, zweimal hab ich das mal gesagt. Und den Arzt den Termin zu verschieben und dann ist irgendwie. Arzt? Ja, Arzt? Du hast keinen Arzttermin um 19 Uhr abends. Doch. Nein. Aber da bin ich noch nicht daheim. Und da geht auch nicht bis 23 Uhr abends dein Arzttermin. Aber ich geh da dann nicht mehr hin, weil da bist da nun schon und dann hast du nicht mehr hin. Was? Also ich bin weg, bis du kommst, bis du dahin gehst und dann kannst du eh nicht mehr hin. Okay, das durch. Also, ja komm, die. Ich hab recht, mein die THO wir jetzt einfach nochmal so holen. Aber ansonsten. Ich meine, ihr habt das Pilzkönigkreis gesehen. Viel mehr erkunden macht in diesem Part hier keinen Sinn mehr. Und da gehen wir jetzt nicht rein. Ich schon. Das schaffen wir seitlich, aber nicht mehr in dem Part. Okay. Also was sehen wir hier? Das Ganze ist ein bisschen aufgebaut. Wie Super Mario 64 jetzt auf dem Style, ja. Man kann halt alle Bosse, die man erledigt hat. Die man fast for fun nochmal erledigen möchte, kann man an dieser Stelle einfach nochmal erledigen, weil es Spaß macht. Wie zum Beispiel auch diesen mit der Hand hier, die wir uns eben nochmal anschauen. Ah, da sind ja lauter böse Kinder. Du hattest den mir gerade mal erledigt. Und dann hatten wir, ich glaube, das genug gesehen vom Pilzkönigreis danach dann. Fürs Erste. Nein. So. So sieht's aus. Bauhaus. Ein kunterbuntes Haus. Ah, also wenn du singst. Ja, weil die kleinen Minions sind neu, ne? Darf er das? Du wirst hier gerade schön vermalmt, ne? Du wirst jetzt aber gleich vermalmt hier. Tja, so darf ich jetzt nochmal kurz hier. So war zu dem Boss. Also. Das ist einfach so. Ebel zu Super Mario 64 Style, ey. Lol. Bist du? Zunge. Das macht die ganze Stimmung hier kaputt, ey. Das ist scheiße. So ein halber Dissort. Dann einfach das Opfer hier so haben, ey. Das ist jetzt schon.
hier ist nichts mehr mit anzufangen. Und mit den sehr schönen Blicken, übrigens da oben auf diesem Berg, waren wir damals angekommen, wie wir ins eine Bild gehüpft sind. War exakt dort oben. Nicht mehr am Rande. So. Hier ist alles wirklich so schön und friedlich. Ungelogen. Und der Bär sind. Leute, die reich sind. So. Ich habe auch nochmal geschmiert in Totzop rein, die zum Abschluss. Und dann nochmal schön. So, da haben wir jetzt das erste wieder die Totzmutter. Jetzt lass die Lampe exakt dort, wo sie ist. So. Ach, halt doch deine Fresse hier. Hier, Pilzkönig Reismond. Ich meine, wir haben eh so viel Geld. Oh, wir kaufen uns das neue. Oh, oh, oh. Ich glaube, es weiß, was wir nehmen. Kannst du mal mit diesem Gedöns aufhören? Wir holen jetzt hier unser Party-Outfit. Jetzt, Kind, mal mit deinen Dings auf. So, ja, kaufen. Danke. Also es ist null Problem. Ach Gott! So. Und das hat man. Sag mal, mein Tipp ist so doof, ey. So. Jetzt gehen wir nochmal geschwind hier in den Schrank rein. Wir ziehen uns dazu nämlich noch die coole Cap an, die wir gekauft hatten. Nämlich diese hier. Und jetzt haben wir ein richtig, richtig geiles Duftdesignes Outfit. Sprichst du, sind die in richtig geiler Urlaubsstimmung? Dufte Designs und Outfit, nicht Dufte Designs. Doch, das Outfit ist Duft. Also Dufte Design, das Outfit. Und hier haben wir noch einen Roller. Nicht Design. Es ist Dufte. So. Hui! Wir fahren übers Pilzkönigreich. Wir fahren dumm herum. Bumm, bumm. Schau, ob wir da reinfahren können. Wo? Da mitten auf dem Dings. Auf der Brücke. Ja, fahr mal diesen Fazzi. Jetzt ist der Xbox-Controller. Also, oh, geil, geile Skills hier. Schaut mal, mit diesem tollen Skill hier, den ich jetzt mache, verabschiede ich euch von diesem Projekt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!